Ja, man denkt ein bisschen an früher, muss ich ja schon sagen, eine Zeit war schon früher. Wenn ich mich so erinnere, da ist Bub in der Schule. Aha, hier sie. Ja. Hier sie, da haben wir eine Schwibbank von damals. Ja. Das waren nur Zeiten damals, was? Wahnsinn, ja. Sag einmal, du hast ja momentan auch schon knapp an die 100 Kilo. Kommst du noch rein in so eine Bank? Also ich sicher leicht. Also dann probieren wir es. Schau, es geht ganz einfach. Ja. Es geht ganz einfach. Du bis 9:45 sollte man drinnen sein. Ja. Es geht. Aber. Ja. Also ich bin drin. Ja, weil du zu dick bist. Weil du zu dick bist. Schau, technisch war ich dir schon immer überlegen. Ja. Da geht man ganz leicht, geht man da hin. Aha. Geht man hinein. Ja. Jetzt bleiben wir draußen, oder? So. Gelenkig wie eine Betonsäule. Ha. Aber wie die Zeit vergeht, ha? Kannst du dir vorstellen, jetzt habe ich selber schon vier Kinder. Vier Kinder? Ja. In der Schule hast du auch nie besonders aufgepasst. Ja, bravo. Ja, aber kannst du dich erinnern auf deinen Spitznamen? Spitznamen? Ja, aber. Wissen Sie nicht? Germteig haben wir immer gesagt zu ihm. Ja. Germteig. Germteig. Wieso Germteig eigentlich? Ja, weil du wie sitzen geblieben bist. Ha. Du brauchst dir überhaupt nichts einbieten. Wie war das mit dem Fenster? Jetzt gib mal zu. Also da bin ich nicht schuld bei diesem Fenster. Ich habe nur meine Steinschleuder, habe ich gereinigt und da hat sich ein Schuss gelöst. Na, dann war es scheinbar, ne? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, rechnen hat mir irrsinnig gedauert. Na, mir auch damals. Weil damals, also da bin ich heute noch zornig. Damals hat es immer geheißen, 6 und 4 ist 10. Ja, stimmt ja. Ja, und heute die Herren super gescheit, wieder die Computer, heute ist anscheinend 5 und 15. Tatsächlich, da hast du recht. Eines muss ich noch erzählen, der Karl hat ja überall Protektion. Er hat damals in der Schule schon Protektion gehabt. Er hat nämlich in der zweiten Klasse hat er schon rauchen dürfen. Ist ja klar, er war ja schon 16. Aber eigentlich muss ich dir sagen, hier sind, in die Schule bin ich schon gern gegangen. Ja. Ja, gern. Das war's auch nicht gern. Ein halber Tag war halt jetzt mal hin. Wir waren die Schulbuben von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Selbst mit dir mal 110 bleiben wir zwei das große Kind. Ja, wir Schulbuben von der letzten Bank. Ein jeder Streich uns gut gelangt. Darum möchten wir so gern wieder kleine Schulbuben werden. Jawohl, am Samstag war ein Klassentreffen. Ui, was haben wir gelacht. Dabei ein früher Tag. Und Keks bei Tag und Nacht. Den Lehrer haben wir kreidenstuhlt. Der Oma, ich ein Ei. Doch leider, hier ist das wahre Mal, ist lange schon vorbei. Für dich vielleicht, das tut mir leid, aber ich mag das doch heut. Wir wollen die Schulbuben von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Selbst mit dir mal 110, bleiben wir zwei das große Kind. Ja, wir Schulbuben von der letzten Bank, ein jeder Streich uns gut gelangt, darum möchten wir so gern wieder klar die Schulter werden. Den Pfarrer hab ich Mist beim Putzen und ich hab heimlich geraucht. Den Onkel hab ich Brünn versteckt, der hätt's ja dringend braucht. Vor der Schule haben wir ein Schild hingestellt. Wen hielt sich heute frei? Auch das, mein Freund, ist nicht mehr neu und leider längst vorbei. Aber Karl, ich hab erst gestern noch ein neues Schüttel gemacht. Wir waren die Schulbuben von der letzten Bank und bleiben das ein Leben lang. Sind mit mir mal unterziehen, bleib mir zwei das große Kind. Ja, wir Schulbuben von
der letzten Bank. Ein jeder Streik uns kundgetan.